Der Oli Furrer ist auf der Kanderfirne einen Videofilm am Drehen, wo es unter anderem darum geht, aus dem Helikopter rauszukumpen und auf dem Gletscher mit dem Snowboard weiterzufahren. Die Inspiration von der ganzen Geschichte ist eigentlich, den Leuten zu zeigen, dass du eigentlich das unlimitierte Fliegen dort oben kannst und einfach deine Freiheit zu geniessen. Plus zusätzlich, ja, mir gefällt einfach jetzt, gerade im jetzigen Moment, der Lebensstil, was ich eigentlich mit der Natur machen kann. Das heisst, ich fliege durch die Luft und mit meinem eigenen Körper kann mich bewegen in jeder Lage, mit Brett oder ohne Brett, mit Flügel und mit Flügel als Zweiten, als ein Team. Und das ist die Inspiration, die mich einfach weitertreibt, die mir sagt, hey, das ist nicht nur schön und macht Spass, sondern es ist irgendwie, ja, schon fast eine Lebenseinstellung geworden für mich. Zu Reichenbach will er jetzt ein bisschen von seiner Lebensphilosophie einen Nachwuchs weitergeben. Unter den Skysurfer ist er als Weltmeister das Vorbild. Nach 5 Jahren Profispringen gehört er aber schon fast zu den Älteren. Also ich wäre wahrscheinlich nicht alt und grau am Skysurfen, vor allem weil früher oder später werde ich sicher in eine andere Richtung weitergehen. Weil die Jungen kommen und wenn sie auch da im Nachwuchs sind, die sind so schnell da oben, weil sie einfach viel, viel bessere Informationen bekommen und nie gar nicht die Epochen müssen mitmachen müssen, dass man müssen Bretter entwickeln und neue Moves, also Bewegungsabläufe, die gibt es alle schon, oder? Die schaust du im Fernsehen an, dann gehst du zum besten Coach, wo kannst du nicht, und dann macht Bang und in einem halben Jahr ist schon, ja, musst du schon aufpassen. Der Flowerboy, wie ihm seine Kollegen sagen, passt langsam auch etwas besser auf. Seine Projekte plant er mittlerweile viel genauer. Aus dem jungen Wilden ist wahrscheinlich der erfahrene Ältere geworden. Und das ist, die Erfahrung bringt dich einfach viel, viel weiter. Dass du auch die Kommunikation mit den Leuten hast, dass du einfach auch qualitativ bessere Sachen kannst bieten. Und das ist das, was der Zuschauer, das ist das, was die Leute sehen wollen. Das ist das, was die Leute fasziniert, wie du es überbringst. Und nicht irgendwie einer, der grüne Haare hat und wild ist, sondern einer, der ja, Natur mit dem Sport verbindet und das eigentlich dem Zuschauer überbringt. Die Rolle ist also nicht mehr ganz so extrem. Skysurfen wird für ihn aber wohl immer das Grösste auf dem Erdball bleiben. Es ist ein Gefühl, das du nicht beschreiben kannst. Und das ist irgendwie das Schwierigste für uns, falsch im Springen, am normalen Zuschauer oder einem normalen Bürger das Gefühl überbringen. Weil das ist total etwas anderes. Du bewegst dich in dieser dritten Dimension. Du kannst alle Bewegungen, alles machen eigentlich. Eben das unlimitierte Fliegen. Und das fasziniert mich jeden Tag weiterhin.